Meine Lieben, willkommen zurück. Freunde der Nacht, es geht weiter mit The Evil Within 2. Und wir sind hier noch in Uniels Unterschlupf und können jetzt loslegen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich würde mal eben ganz gern kurz gucken. Missionen, genau. Weil hier... Wir sind in Kapitel 3. Gehe nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Hier haben wir auch noch eine Karte. Okay, dann wollen wir das Ganze mal tun. Ich habe mich aber gefragt, wir haben hier gerade zwei Türen, ne? Welches ist denn jetzt die Tür nach draußen? Und was ist hinter der anderen Tür? Das müssen wir nochmal kurz abchecken. Von da bin ich gekommen. Okay, dann gehen wir hier lang. Wahrscheinlich kommt das ungefähr aufs Gleiche raus. Ach, da ist ein Spiegel. Okay, da ist ein Spiegel. Wollen wir durch den Spiegel? Müssen wir durch den Spiegel? Ach ja, natürlich. Hier kommen wir ja gar nicht mehr weiter. Weil hier ist doch die Tür verrammelt. Hier ist doch die Tür verrammelt und da sind die Viecher. Ach so, es ist nicht mehr verrammelt also. In Ordnung. Hier haben wir noch eine Schublade. Und da haben wir noch Schießpulver. Das ist gut, aber ein bisschen Munition haben wir uns ja gecraftet. Aber eigentlich ist unsere Mission ja jetzt auch hier raus zu gehen, ne? Aber okay, wir kommen nicht raus. Okay, na gut. Da müssen wir doch durch den Spiegel. Aber interessant ist auch, wer zum Teufel hat den Schrank weggeschoben? Und was ich euch nochmal zeigen wollte, was ich richtig cool finde. Oh, ich brauche nochmal... Oh, schade, kann ich nicht. Man kann hier Kaffee trinken, um sich ein bisschen zu regenerieren. Was zum... Wer war das? Wer zum Teufel war das? Wer ist da für uns durch den Spiegel gegangen? Und was ist hinter dieser Tür verborgen? Oh. Ich weiß, dass ich nach draußen gehen sollte. Aber ich würde doch ganz gerne mal kurz wieder rein. Ja, ist ja gut, Sebastian. Ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig bleiben. Oder kommen wir jetzt hier... Da kommen wir in unseren Raum, oder? Kommen wir da nicht in unseren Raum? Das war doch so, ne? Richtig. Es war so. Ich wollte doch gerade sagen. Weil dann können wir uns nämlich auch... Genau das wollte ich nämlich, mich in den Rollstuhl setzen. So eine Werkbank brauchen wir jetzt noch nicht. Aber ich wollte in den Rollstuhl, um zu gucken, ob wir schon ein wenig unsere Fähigkeiten... ...skillen können. Leute, lasst mich doch einfach nur in den Rollstuhl, bitte. Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen.
So wie früher. Tja, dann wollen wir mal. Also, was haben wir denn hier? Gesundheit, Kampf, List, Heilung und Athletik. 1600 grünes Gel haben wir. Ich bin ja immer erstmal dafür, meine Kampffähigkeiten zu verbessern. So, das kostet auch sogar 1000. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Das ist aber wichtig. So, das ist alles zu teuer. Wir können ja mal gucken, ob wir für unsere 600 hier noch irgendwas bekommen. Das sieht aber nicht so aus. Das ist alles richtig teuer hier. Leute, was ist denn mit euch? Nee, ich wollte hier eigentlich... Habe ich jetzt die ganze Zeit das irgendwie falsch gemacht? Alles, guckt euch das an, ey. Ja. Wie komme ich jetzt hier in unseren Raum? Da ist die Werkbank. Hier geht's einmal noch rein. Da ist der Spiegel. Hier können wir noch mal einmal speichern. Na, Miezekätzchen, wie geht es dir? Da können wir den Projektor benutzen, aber wir haben ja kein neues Dia. Also gehen wir jetzt einfach kurz speichern. So, da sind wir schon zurück in O'Neills Unterschlupf und jetzt wagen wir uns nach draußen. Vielleicht hätte ich das grüne Gel noch etwas sammeln sollen. Und Sebastian ist sehr nervös, wenn er hier rausgeht. So, wir werden uns erstmal ein bisschen vorsichtig bewegen. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. So, erfassen. Also, wenn sich der Kommunikator innerhalb der Scan-Reichweite eines Resonanzpunktes befindet, erscheint ein Schallwellensymbol links oben im Bildschirm. Bewege den Kommunikator, um das Signal zu finden und zu erfassen. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lily. Okay, also das ist in die Richtung. Kriege ich jetzt denn diesen Kommunikator auch? Weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Wow. Okay. Ich würde mich hier ganz gerne kurz umsehen, ob man hier... Ah ja, da lohnt es sich nämlich schon. Oh, wir haben eine Flasche. Und auch hier liegt irgendwas rum. Oh. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Aber warum? Wir haben eine Handaxt. Wenn du eine Handaxt erhalten hast, ersetzt sie im Kampf vorübergehend das Feldmesser. Manche Gegner tötet sie sofort, geht nach einmaligem Gebrauch aber zu Bruch. Das ist super. Oh. Denn da? Nee, klettern will ich nicht. Ich würde den gern per Nahkampf ausschalten. Oh, das ist nur ein
Da fehlt ein bisschen was. So, was macht der da? Okay, der ist ein bisschen aggro. Oh, oh. Shit. Ich wollte mich von hinten ranschleichen. Das klappt jetzt nicht mehr ganz so gut. Man hier in die Häuser wohl rein kann? Oh, ich weiß nicht, ob der eventuell noch zum Leben erweckt wird. Da gehen wir besser nicht daran vorbei. Du kannst dich hinter Pflanzen verstecken. Wenn dein Körper die Farbe wechselt, wirst du nicht entdeckt. Jo, hier stimmt. Da ist jemand! Da haben wir noch eine Flasche. Oh, wie komme ich noch in meinen Schnelldingens? Haben wir da Flaschen drin? Ne? Die legen wir mal auf 4. Denn das Ding hin? Wissen wir auch nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir noch Waffenteile gefunden. Das ist super. Und jetzt gehen wir mal erstmal in die Kirche. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir. Oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte, vergib mir meine Sünden. Vergib mir. Oh, Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Oh Gott. Bitte. Bitte. Sebastian, lauf raus! So eine Scheiße! Nicht runter! Schön, dass du jetzt die Flasche hier holst, Mann. Für sowas haben wir keine Zeit. Die holen mich hier runter? Geil. Geil, wie gut das klappt. Das habe ich ja richtig sauber hinbekommen. Richtig stark von mir. Wirklich. Gut gemacht. Aber Hauptsache erstmal die Flasche unterm Auto rausholen, Sebastian. Toll. Hast du wirklich gut gemacht. Ich wusste doch, diese Schlüssel, das kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Jetzt ist die Axt wahrscheinlich schon kaputt, aber ist mir wurscht.
So, wir gehen nochmal zurück in die Kirche, nachdem wir das Ganze hier ja überlebt haben. Mehr oder weniger. Wäre irgendwie erste Hilfe technisch. Wir sind fast tot, ne? Hat ja wirklich nicht lange gedauert. Und ich habe das befürchtet eigentlich. Ja, irgendwas scheint hier auch zu leben, habe ich das Gefühl. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Eklig, ne? Diese ganzen Blasen da. Wie sieht's jetzt eigentlich aus mit Erste Hilfe? Ich glaube, naja, wir haben uns ein bisschen geheilt, ne? Aber ich glaube, wir sollten das nehmen. So, von da hinten kommen wir ja. Man hört überall Geräusche. Und ich glaube, wir bekommen hier gleich irgendwie Besuch. Wir gehen mal lieber rein. Wir müssen auf jeden Fall viel, viel Zeug einsammeln. Schießpulver ist auch wirklich wichtig. Scheint auch nicht so, als wäre hier irgendjemand drin. Das ist gut. Schießpulver haben wir eine ganze Menge jetzt. Wir werden uns mal lieber hier ein bisschen lang schleichen. Ich glaube, das ist besser. Sicher ist sicher. Okay. Hier oben liegt auch was drauf. Willkommen in Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihre Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich wollte auch schon immer mal hierher. Hier haben wir noch eine Schublade. Die ist leider leer. Gut, dann gucken wir mal in diesen Raum. Okay. Der Raum ist verschlossen. Man kann hier wirklich sehr schlecht sehen, ne? Aber gut. Gehen wir also wieder raus. Und wir müssen vorsichtig sein. Ich möchte hier alles erkunden, meine Lieben. Wirklich alles. Wir werden natürlich auch irgendwo dem Signal. Ich glaube, das ist nicht gut hier. Könnt ihr überhaupt noch was sehen? Ich trau mich nicht.
nichts. Ich muss die Taschenlampe. Was bedeutet jetzt das Auge? Ich bin doch versteckt hier. Geh fressen, Mann. Jetzt kommt der hier immer wieder her. Scheiße. Kann der Treppen gehen? Alter, die sind aber verflixt. Schon. Ich habe eine Idee. Oh, oh, da hinten ist das Snipergewehr. Oh mein Gott. Jetzt werde ich den nämlich gleich erwischen. Gleich kriege ich ihn, wenn er jetzt nämlich wiederkommt, der Kollege. Hm, mein lieber Freund. Komm schon. Komm und hol mich. Komm und hol mich. So. Genau so geht das nämlich. Und jetzt seht euch das an. Seht euch das an. Oh mein Gott. Es ist leider beschädigt. Dieses Präzisionsgewehr ist stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen kann es repariert werden. Der Lauf ist hinüber. Aber der Rest sieht gut aus. Muss ein paar Ersatzteile finden. Das kriegen wir hin. Sebastian, das schaffen wir. Was haben wir denn jetzt? Ein Mobius-Communicator-Protokoll. Ersatzteile.
Oh, oh mein Gott. Ich bin gerade glücklich. Denn von hier oben haben wir einen super Überblick und wir haben ein richtiges kleines Waffenlager gefunden. Und wir können... Ah, seht mal, was hier abgeht von hier oben. Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie in Dawn of the Dead Crimsons. Schön auf dem Hochhaus stehen und die Viecher abballern. Können wir ja leider noch nicht. Oh. Ach was, die ist da oben aufs... Die ist auch ein bisschen am Ausrasten da. Und wir müssen jetzt leider wieder runter. Also ich glaube tatsächlich, ich habe ja gehört, das Spiel hat nur 10 Spielstunden. Aber ich werde mich hier ausgiebig... Da ist noch eine Pflanze. Ich werde mich hier ausgiebig überall umsehen. Der sucht uns. Und... Deswegen könnte es bei uns, vielleicht sogar ein bisschen mehr werden. Ich möchte den gerne ausschalten. Das sieht ja wohl auch mal geil aus, oder? Wie diese Stadt einfach auseinanderfällt. So, wir müssen hier jetzt leider wieder runter, ob wir wollen oder nicht. Wir hätten gleich reagieren müssen, als der Typ noch am Futtern war. Wir könnten jetzt natürlich schnell zurück zur Werkbank. Ich glaube, das machen wir auch, denn ich sehe gerade, es sind schon wieder 29 Minuten vergangen. So, hoffentlich sind wir jetzt nicht zu laut. Aber wir laufen jetzt mal ganz schnell zurück. Und dann werde ich die Waffe reparieren. Und wir sehen uns vermutlich dann auch erst in der nächsten Folge wieder. Es kann noch ein bisschen länger dauern, bis wir hier irgendwie wegkommen. Puh. So, und ich glaube, da wir ja auch eine Werkbank haben, werde ich durch den Spiegel gehen. Denn wir haben ja auch einen Schlüssel gefunden. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.